Ausgerüstet mit Witz, Charme und seinem Markenzeichen, einem transformierbaren Hammer, hat Jice sein Leben dem Schutz seiner Heimat Piltover gewidmet. Doch lange bevor seine Nation ihn einen Helden nannte, war er ein vielversprechender junger Erfinder. Als Piltover ihn damit beauftragte, einen seltenen arkanen Kristall zu untersuchen, entdeckte Jice, dass dieser als mächtige Energiequelle genutzt werden kann. Erpicht darauf, sich zu profilieren, begann er eine Apparatur zu entwickeln, um seine Kraft zu nutzen. Schon bald verbreitete sich die Kunde vom Potenzial des Kristalls über die Grenzen von Piltover hinaus. Victor, der maschinengestützte Wissenschaftler aus Saun, machte Jice ein Angebot. Zusammen konnten sie den Kristall nutzen, um seine glorreiche Evolution weiter zu verbessern. Eine Vision einer durch Technologie verbundenen Menschheit. Jice lehnte ab, doch Victor hatte nicht vor, mit leeren Händen von dannen zu ziehen. Er sprengte Jice mühelos beiseite und schnappte sich den Kristall, wobei er die jämmerlichen Sicherheitskräfte des Labors in Brand setzte und in Richtung Saun davoneilte. Jice erbat von der Regierung Piltovers eine Reaktion, doch die Beamten weigerten sich, einen Akt der Aggression zu unterstützen. Er entschied sich, allein zu handeln, denn ihm wurde klar, dass wenn sich niemand Victor in den Weg stellte, Piltover niemals mehr sicher sein würde. Jice kehrte in sein Laboratorium zurück, um sich auf seinen Angriff vorzubereiten. Nach einer intensiven Zeit der Forschung, Entwicklung und praktischen Tests trat er mit seinem krönenden Werk wieder in Erscheinung, dem Merkurhammer. Mit der Waffe in seiner Hand marschierte Jice nach Saun und begann seinen Ein-Mann-Angriff. Victors Gefolgsmänner strömten herbei, um ihn aufzuhalten, doch Jice fegte sie einfach beiseite und kämpfte sich seinen Weg in das Herz des Labors frei. Dort wurde er der schrecklichen Brillanz von Victors Kreationen gewahr, die alle von der Energie des arkanen Kristalls angetrieben wurden. Er erkannte, dass er keine andere Wahl hatte, als die Energiequelle zu zerstören. Doch Victor stellte sich ihm in den Weg. Auch wenn beide Wissenschaftler schwer verletzt aus diesem Zusammenprall hervorgingen, konnte Jice einen verzweifelten Schlag auf den Kristall ausführen. Er zerschmetterte ihn und ergriff die Flucht, als Victors Maschinen in Flammen aufgingen. Als er erschöpft, aber siegreich nach Hause zurückkehrte, wurde Jice von den Bewohnern Piltovers als Held empfangen. Er genoss die Verehrung, aber er wusste auch, dass seine Taten die Aufmerksamkeit gefährlicher Feinde erregt hatte. Nachdem er sich der Verteidigung seines Volkes verschrieben hat, ist Jice Piltovers größte Hoffnung auf eine strahlende Zukunft.